Das geht los mit ein bisschen Husten und endet mit Lungenkrebs im schlimmsten Fall. Ich hoffe, das wird mir erspart bleiben. Sie können gerne ein paar Selfies machen. Hier sind die Opfer der Klimakrise und des Automobilwahnsinns. Autofahrwahnsinn genannt. Verstehen Sie den Kurs? Nein. Sie verstehen keinen Kurs. Sie verstehen wahrscheinlich nur Geld, Geld, Geld. Gucken Sie doch mal hier rechts rüber. Machen Sie gerne ein Selfie. Das sind doch Ihre Opfer. Warum bist du hier? Warum protestierst du? Ich bin bei Gegenstrom Berlin. Ich bin hier, weil Volkswagen das Klima kaputt macht, weil Volkswagen mit der Bolsonaro-Regierung zusammenarbeitet und kollaboriert. Und ich bin auch hier, weil ich ganz persönlich Asthmatiker bin und tatsächlich jeden Tag unter schlechter Luft in Berlin leide. Das geht los mit ein bisschen Husten und endet mit Lungenkrebs im schlimmsten Fall. Ich hoffe, das wird mir erspart bleiben. Die Luft so schlecht ist in Berlin und anderen Städten, liegt natürlich daran, dass die 5 großen deutschen Autokonzerne Betrugssoftware entwickelt haben, statt eben in Filtertechnologie zu investieren. Volkswagen macht das Klima kaputt. Volkswagen ist der größte Autokonzern der Welt. Das heißt, Volkswagen hat sehr viel Verantwortung. Volkswagen könnte eine ganz andere Politik in der Mobilität machen. Und das tun sie überhaupt nicht im Moment. Das ist überhaupt nicht abzusehen. Und deswegen sind wir hier, um protestieren, um Druck zu machen auf die Aktionärinnen und Aktionäre, damit sie zum Beispiel den Vorstand entlassen, damit sie den Vorstand nicht entlasten. Und wir wollen auch zeigen, dass Volkswagen nicht irgendein Konzern ist, sondern ein krimineller Konzern, der Lügensoftware statt Filter entwickelt hat und einfach das gute Image überhaupt nicht verdient hat, dass dieser Konzern immer noch hat in Deutschland. Sie können Volkswagen drin ausrichten, dass Sie gegen Volkswagen ermitteln. Und am besten entlassen Sie den Vorstand nicht. Polizei, Polizei!